Einen wunderschönen Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, in welcher Zeitzone ihr euch gerade bewegt. Wenn Mensch eine Sicherheitslücke meldet, nicht? Was passiert? Der Hersteller, die Herstellerin, die Open Source Developer bedanken sich recht allerherzlich, bauen unmittelbar einen Fix, publishen den Fix, der Fix wird ausgerollt und dann wird eine CVE veröffentlicht. Einhörner tanzen über die Wiese, wir feiern alle, wir trinken und die Welt ist schön und alles geht weiter. Die Realität sieht anders aus, von bösen E-Mails, Drohungen, Kündigungen, Klagandrohungen etc. Alles ist möglich. Was genauso passieren kann oder passiert ist oder passieren könnte, erzählt euch jetzt Promaso mit einer kleinen Geschichte über Sicherheitslücken. Bitte einen ganz großen Applaus, Promaso! Dankeschön. Genau, eine kurze Geschichte über Sicherheitslücken. Das ist Physik, falsches Thema. Ah, das ist richtig. Genau, kurz zum Inhalt. Wer bin ich überhaupt? Wieso mache ich das hier überhaupt? Einen kurzen Kontext. Was habe ich überhaupt gefunden? Was ist passiert? Ich habe das Ganze, die Sicherheitslücke irgendwie auseinandergenommen, mir mal angeschaut, wie schlimm ist es wirklich? Und mich dann mal ans Thema Reporting gesetzt. Gut, okay, wie kriege ich das organisiert, dass diese Lücke irgendwie gefixt wird? Und dann zu guter Letzt dann noch irgendwie die weitere Timeline, so kurzer Abriss, was da noch so passiert oder halt nicht passiert ist. Und zu guter Letzt das Thema Zertbund, die eine relativ große Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt haben. Also, kurz zu mir. Adrian bzw. Promaso. Ich bin im Echtleben Netzwerk-Consultant und sonst so in diversen Vereinen aktiv, im HDCO, größtes selbstverwaltetes Studentenwohnheim in Deutschland, im Entropia, das ist mein Heimat-Hackspace, im VZF NRMO, beziehungsweise der Verein, der hinter dem Freifunk in Karlsruhe steht. Und IT macht bei mir in der Regel zwei Dinge, wenn ich sie angucke. Entweder sie macht genau das, was ich möchte, oder sie zerfällt zu Asche oder Staub. Genau, so viel dazu. Was ist passiert? Ich bin Kunde bei einem Unternehmen und dieses Unternehmen hat eine coole Webseite, mit so, wo man seine Produkte sich angucken kann, registrieren kann und mit diesen Produkten interagieren kann. Voll klasse, voll super, ist bestimmt auch super sicher oder so. Also man nehme diese Webseite, da ist ganz viel JavaScript drauf auf dieser Webseite und dieses JavaScript generiert dynamisch irgendwelche URLs zu Teilen, zu anderen Teilen dieser Webseite. Da hat man aber irgendwie langsames Internet, ist ungeduldig, klickt im UI rum und plötzlich hat man so eine URL. Da steht irgendwie slash null am Ende, das JavaScript konnte scheinbar Dinge nicht finden. Was erwartet man, wenn man so eine URL dann sieht? Irgendwie ein schönes 404-Bild oder so, vielleicht noch eine Katze, wo wir es gerade davon hatten. Was ist eigentlich passiert? Ich war im Salesforce Backend. Warte mal, ich war im Salesforce Backend, what the fuck? Okay, kurz für die Leute, die Salesforce nicht kennen. Salesforce ist ein Customer Relationship Management. So cool Enterprise-Software, Cloud-hosted, alles voll sicher. Und man kann die sich so schön an seine Prozesse anpassen. Man kann ein Custom Frontend davor werfen, wo regelmäßig, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Customer-Support-Geschichten bei irgendeiner Firma macht, dann steckt da häufiger mal so ein Salesforce dahinter, dass die Agents direkt deine persönlichen Infos sehen, welche Produkte du bei denen hast, welche Verträge etc. etc. Und man kann auf Objektbeziehungen gucken. Das ist ein Screenshot aus einem Blogpost von Salesforce. Da gibt es diesen schönen Button Related. Was habe ich also gemacht? Naja, ich bin in diesem Backend, habe ich halt auf meinen Account draufgeklickt und bin dann über diesen Related-Button auf mein Produkt drauf und dachte so, ja, ist ja alles halb so schlimm, das sind Infos, interessant, Infos, die ich sonst nicht sehe, irgendwie Garantie
Start, Kaufdatum, so Geschichten. Ja, alles halb so wild. Naja, klickst du mal weiter. Oh, ich bin im Hersteller-Account. Oh, ich kann den Hersteller-Account angucken. Weil mein Produkt wurde ja hergestellt. Klick im Hersteller-Account auf Related und ups, ich habe eine Liste mit allen Produkten, die der Hersteller irgendwie so produziert hat, die über dieses Management-Tool getrackt werden. Ja, okay, verdammt. Ich habe eine Liste von allen Produkten inklusive, das ist jetzt da ausgeblendet an der rechten Seite, also inklusive einer Bezeichnung, was für ein Produkt das ist, das, was ihr unter Label seht, eine ID, die halt durchnummeriert und rechts daneben steht noch die Seriennummer zu jedem dieser Produkte, die man übrigens braucht, um die Produkte bei dem Hersteller zu registrieren. Aber wenn man Zugriff aufs Backend hat, braucht man das gar nicht, weil man kann sich einfach so, wenn man bei sich in seinem persönlichen Account drin ist, sieht man da oben hier so dieses Account Asset Relations, wo auch die ID von meinem Account irgendwie drin steht, also von meinem Produkt drin steht. Und da gibt es so einen schönen New-Button und ich kann dann sagen, okay, ich lege so eine neue Relation an, also neue Zuordnung von einem Account. Man trägt dann irgendwie einen Vornamen ein und kriegt plötzlich eine Liste von allen Kunden. Ungünstig, insbesondere, weil man auch diese KundInnen-Objekte aufrufen kann, auch über die Detailseiten der einzelnen Produkte. Und da kriegt man plötzlich E-Mail-Adressen, Postanschriften, weitere gekaufte Produkte und alles drum und dran. Sprich, ich hatte irgendwie, weil ich ungeduldig auf einen Link geklickt habe, plötzlich Zugriff auf die kompletten Produkte, die diese Firma produziert hat, inklusive aller Seriennummern, plus eine Liste von allen Kundendaten, die sich halt in diesem Webportal registriert haben. Mit vermutlich, da kommt das Thema Hackerethik irgendwie zum Tragen, ich habe angeguckt, ich habe nicht angefasst, weil ich habe keinen Bock, Sachen kaputt zu machen und ich habe sowieso keinen Bock, irgendwelche, irgendwie am Ende dann einen Hersteller zu haben, der sauer auf mich ist. Aber es wirkte so, als ob ich irgendwie, auch Daten bearbeiten könnte, irgendwie Garantiezeiträume verändern und so Geschichten. Also alles Sachen, wo man eigentlich als Endkunde nicht drauf Zugriff haben sollte. Was man übrigens auch machen kann, was ich da gefunden habe, weswegen ich eigentlich in dieser Software drin gewesen bin, war, ich hatte ein Problem, dass irgendwie dieses Cloud-Geraffel irgendwie nicht sinnvoll funktioniert hat mit dem Produkt. Also habe ich so, okay, gut, lieber Support, was soll ich machen? Ja, lösch mal bitte das Produkt bei dir aus deinem Account raus und füg's neu hinzu. Ist mir dann aufgefallen, in das Backend bin ich, nachdem ich das gemacht habe, erst reingehüpft oder reingesprungen. Was mir da aufgefallen ist, diese Zuordnung zwischen dem Produkt und mir als Person oder meinem Benutzerobjekt, die besteht. Die besteht einfach. Was, wenn ich das im Frontend, im User-Frontend lösche, dieses Produkt, was passiert? Es wird ein Boolean auf diesem Objekt gesetzt mit isDisplayed von True of False und wieder zurück. Also so viel zu, ich lösche etwas bei mir aus meinem Account raus. Na gut. Was mache ich jetzt mit dieser Info? Weil es ist schon echt uncool, wenn von, das ist eine relativ große Firma, ich weiß nicht, wie viele Kundinnen die haben, so viele Daten irgendwie so offen im Internet rumfliegen haben, weil, dass man da Zugriff drauf bekommt, man kann sich einfach einen Account anlegen, es wird nicht validiert, ob man Kunde ist oder nicht, sondern man legt sich einen Account an, tippt halt eine invalide URL ein, ist im Backend, weiß, wo man hinklicken muss, fertig. Ungünstig. Na gut. Okay, ich suche mal nach Kontaktdaten, das war am 19.01., das war ein Freitag. Auf der Webseite sowohl von der Firma als auch vom zugehörigen Konzern nichts. Gar nichts an Informationen, wo man diese Sicherheitslücke hätte hinmelden können. Das ist schon mal schlecht. Es gibt so eine schöne RFC, RFC 9116, der so eine Security-DXT definiert, also eine Datei, die man sich auf seinem Webserver, auf seiner Webpräsenz hinterlegt, in /.wellknown/security.txt,
wo man so Kontaktdaten hinterlegen kann für den Fall, dass Sachen kaputt gehen. Gab's auch nicht, weder bei der Firma noch bei diesem Konzern. Ah, cool. Bugcrowd. Ist so ein Portal, so Bug-Bounty-Portal, wo die mit vertreten sind. Zwar nicht für dieses Webportal, was ich da kaputt oder was kaputt gegangen ist oder kaputt war, was ich gefunden habe, durch schief anschauen, sondern für ein komplett anderes Webportal, aber da stand irgendwie was mit bei and other Webportal stuff, also nicht explizit aufgeführt. Ich so, versuchst du es einfach mal, vielleicht erreicht das ja die richtigen Personen. Und was ich auch gefunden habe, war den LinkedIn oder den Namen vom Product Owner von dieser ganzen Webmanagement-Plattform, weil die als in der Account-Relation von diesem Firmen-Account-Objekt hinterlegt war als Owner. Also ich der Person auf LinkedIn geschrieben mit so, hey, wir sollten vielleicht mal reden, magst du meine Kontaktanfrage mal annehmen? Ich hab da Dinge gefunden, dass eure Software hart kaputt ist. Von dem habe ich bis heute immer noch keine Rückmeldung gekriegt. Ich also einen schönen Security Report in diesem Format, was Bugcrowd vorgibt, eingereicht. Und bei Bugcrowd ist es so, dass bevor das an das Unternehmen weitergeleitet wird, hat man Mitarbeiter von Bugcrowd, die sich diesen Report angucken und dann entscheiden, ja, passt, passt nicht, in welcher Kategorie fällt der. Von der Kategorie sind dann auch Bug-Bounties abhängig. Und wird das weitergeleitet oder nicht. Mein Ding wurde am 22.01., also direkt nach dem Wochenende, geschlossen mit Thank you for your submission. What you're showing is normal access of a user. To his own information. We appreciate your efforts. Zugemacht als not relevant oder sowas. Aha. Ich geantwortet, like described in my report. So dieses typische, hast du überhaupt gelesen, was ich dir da geschrieben habe? Fuck you. Oh, das müsste rauspiepen, glaube ich. Kam dann noch direkt, also so eine Stunde, anderthalb später, thank you for your reply request. This might be caused by having overly permissive organization-wide sharing settings. You don't say. For authenticated users. These should be set to private. Ah, cool. However, unless I'm missing something, the affected host here doesn't appear to be listed in the in-scope list for the program. And thus is out of scope. Zugemacht als out of scope. Ich so, okay, du kannst zweimal diesen Request oder diesen Report wieder aufmachen und das immer wieder höher eskalieren quasi. Das war übrigens eine andere Person als beim ersten Mal, die darauf geantwortet hat. Ich sage, gut, okay, ich spar's mir, ich suche mir was anderes. Und dieses ich suche mir was anderes war, naja, dieses Zertbund hat so eine Vulnerability-Ad, eine E-Mail-Adresse, wo man Security-Reports hinschicken kann mit, ich habe da was gefunden, wollt ihr euch das nicht mal angucken? Und, was ich auch noch gemacht habe, weil betrifft ja personenbezogene Daten von irgendwelchen KundInnen, ich habe den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten in CC genommen mit, du willst das vielleicht wissen. Direkt zwei Stunden später kam vom Zertbund eine Antwort mit, ja, danke für den Report, wir konnten die Lücke nachvollziehen. Wie sieht das aus? Sollen wir für dich in Kontakt treten mit dem Hersteller oder möchtest du das selber machen? Wie wollen wir da weiter verfahren? Ich habe jetzt das Problem gehabt, ich war mit meinem persönlichen Account in dieser Software drin und habe da ein bisschen rumgeklickt. Dementsprechend gut, ungünstig. Meine persönlichen Daten haben sie eh schon, Sternchen vorausgesetzt, sie haben Access Logs. Dementsprechend, gut, ist mir egal. Ich kümmere mich um die Kommunikation, gar kein Ding. Könnt ihr vielleicht, ihr habt ja diverse Kontakte, könnt ihr vielleicht mal schauen, ob ihr da irgendwie jemanden erreicht bekommt, an den ich mich wenden kann. Hab gesagt, jo, passt. Am 25., also am darauffolgenden Donnerstag, fragt mich der LFDI, der Landesdatenschutzbeauftragte, ob ich denn den DSB dieser Firma bereits informiert hätte. Das habe ich verneint, weil, dem DSB habe ich jetzt nicht geschrieben. Daraufhin hat das LFDI den DSB informiert dieser Firma. Und ich habe an dem gleichen Tag, nachdem ich diese Bestätigung vom DSB hatte,
also vom Datenschutzbeauftragten, oder die Information hat, dass das LFDI den Datenschutzbeauftragten informiert hat, habe ich dem Z-Bund eine E-Mail geschickt mit: Hi, habt ihr schon irgendwie Kontakt herstellen können? Ach übrigens, das LFDI hat den Datenschutzbeauftragten informiert. Das Z-Bund hat direkt keine 2 Stunden später wieder darauf geantwortet mit: wir haben versucht, irgendwie Kontakt aufzubauen. Das klappt nicht so ganz, weil Gesetzgebung ist Murks und Datenschutzbeauftragte muss man auf der Webseite aufführen, Informationssicherheitsbeauftragten nicht. Ist alles ganz, ganz schlecht. Aber wenn jetzt das LFDI dem Datenschutzbeauftragten Bescheid gesagt hat, dann wird sich da hoffentlich was regen. Ich kriegte am 29.01. dann vom Z-Bund eine E-Mail mit: Ja, übrigens, es wurde sich bei uns gemeldet, hier ist eine Kontaktadresse, an die du schreiben darfst beim Hersteller, die freuen sich drauf. Ich also meinen Security Report, den ich erst im Backcrowd, dann in Richtung Z-Bund geworfen habe, jetzt einmal wieder Copy-Paste an den Hersteller. Ich habe dann am Freitag darauf folgende Info gekriegt mit: Danke für die Information und deine Bemühungen. Wir saßen ab dem 27.01. regelmäßig in Meetings und haben versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Am 29.01., das war übrigens der Tag, wo sie dem BSI geantwortet haben: wir haben einen Quickfix in der Früh versucht, hat auch funktioniert, und einen definitiven Fix haben wir am gleichen Abend deployed. Was ich ja total schön finde, weil, das Z-Bund, was ja für so Informationssicherheitsgeschichten zuständig ist, ihr habt bestimmt schon mal eine Mail von denen gesehen mit: Da ist irgendwie verwundetes System bei euch im Netzwerk oder so. Finde ich ja schön, dass die auf die gar nicht antworten. Naja, wie ging das Ganze weiter? Ich habe denen halt dann nochmal geantwortet mit: Jo, danke, ich kann bestätigen, dass ihr die Lücke gefixt habt, also direkt noch am 2. Danke, dass ihr die Lücke gefixt habt, voll cool. Wäre aber schon nice, wenn ihr die irgendwie den Reporting-Prozess verbessern könnt, dass man euch überhaupt erreicht bekommt. Sie haben dann geantwortet am 5.2. Wir haben schon einen Communication Improvement Plan. Wir haben das da hinzugefügt, auch nach Feedback vom Z-Bund, dass wir nicht erreichbar seien. Ach ja, und übrigens, wir prüfen gerade die Nutzung der Lücke, also ob die jemand ausgenutzt hat. Eine Kommunikation behalten wir uns vor, nur zu machen, wenn tatsächlich diese Lücke abused wurde. Ja, okay, kann man. Also das muss dann aber sowieso der Vorstand entscheiden, das machen wir nicht wir. Wir sagen denen nur: Ja, wurde benutzt, macht was draus. Ich so, okay, gut. War ich noch ganz zuversichtlich. Ich habe dann mal so, was ist das? Kurz rechnen. 17 Tage später mal geschrieben, so: Ja, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Habt ihr denn was rausgefunden, ob diese Lücke jetzt benutzt wurde oder nicht? Am 8.3., also nochmal über 2 Wochen später: The final step of analysis is ongoing. Ach ja, übrigens, welchen Account hast du eigentlich genutzt, um auf die Software zuzugreifen? Wir würden das gerne gegenprüfen mit unseren Access Logs. Aha. Also übrigens, im Security Report stand das drin, aber ist okay. Und ich habe jetzt am 28.3. in Vorbereitung auf diesen Vortrag nochmal geschrieben mit: Hey, ach übrigens, ich warte immer noch auf eine Antwort von euch, ob das Ding jetzt benutzt wurde oder nicht. Weil, wenn da die Tage keine Antwort draufkommt, ich werde dir nochmal einmal eine Info schicken mit: how about, ihr gebt mir jetzt endlich eine Info, andernfalls freuen sich bestimmt die Reporter von Heise oder sowas darüber. Ah, by the way, Sebastian, if you hear this talk, give me an answer, please. Thank you. Welche Rolle hat jetzt das Z-Bund? In diesem ganzen Verfahren war das Z-Bund so mehr oder minder die Instanz, die irgendwie sinnvoll versucht hat, an dieser Kommunikation mitzuwirken, auch wenn die leider aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten nicht ganz die Möglichkeiten haben, um da effektiv eigentlich vorzugehen. Aber es gibt diese wunderschöne Seite,
bezüglich dem Melden von Sicherheitsvorfällen, wo man beim ZBund eine Schwachstellenmeldung einreichen kann. Sieht dann so aus, geht, also das ist die, das Bild ist schön, ich weiß, Stockfotos sind toll, geht auch anonymisiert tatsächlich. Und das ZBund übernimmt dann für euch die Kommunikation, sprich ihr müsst gar nicht in Erscheinung treten für in Richtung des Herstellers. Und hat auch noch einen Vorteil, wenn ihr Fame-geil seid, es gibt so eine BSI Hall of Fame, wo sie sagen, ja, voll cool, danke, dass du unseren Prozess benutzt hast. Und weil ich irgendwie die dritte Person dieses Jahr bin, die was gemeldet hat über das BSI, stehe ich halt ganz oben in der Liste für dieses Jahr. Mit, ich habe eine Broken Access. Mit, ja, ich habe halt ein A am Vornamensanfang stehen, deswegen das ist ein unfairer Vorteil. Aber ja, ich habe irgendwie eine Broken Access-Lücke gefunden, Access-Control-Lücke gefunden, scheinbar. Genau. Was sich am Ende als sehr, sehr vorteilhaft herausgestellt hat oder was ich empfehlen würde allgemein, sagt dem ZBund Bescheid, aber sagt auch dem Datenschutzbeauftragten der Firma, also wenn ihr das anonym machen wollt, an den ZBund. Wenn ihr es nicht anonym machen wollt und euch das egal ist, weil ihr, keine Ahnung, irgendwie kein Passwort auf einer Seite eingegeben habt, was öffentlich im Internet steht oder so, da gab es doch irgendwas mit irgendwelchen Urteilen, mit PHP MyAdmin oder so, da war doch was. Im Zweifel sagt einfach dem Datenschutzbeauftragten, entweder der Firma oder direkt dem zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten Bescheid. Die reagieren wenigstens und die kümmern sich dann auch darum, weil keine Firma hat irgendwie Bock, nur weil sie nicht auf den LFDI reagieren, sehr hart große Strafen zu bezahlen. Gut, Fragen und Diskussionen. Einmal zu, was ich da so getrieben habe, gerne Fragen stellen und andernfalls, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt. Ich weiß nicht, ob die Person, die mich im Vorfeld an diesen Vortrag kontaktiert hat und irgendwie sehr, sehr schlechte Erfahrungen so allgemein hat, das allgemein hatte, das, was du angesprochen hast mit ja, irgendwie ja, mit Klagen und ganz viel Verfahren und ganz viel böse und hier, du bist ein böser Hacker und so. Wenn ihr so eine Erfahrung gemacht habt, auch wenn ihr sagt, boah, ich habe übers ZBund gemeldet und war voll schlecht, bin ich gerne offen dafür. Danke. Dankeschön. Erstmal Applaus abgreifen, hast du verdient. wenn ihr Fragen habt, bitte kurz Hand, Fuß, Tentakel, sonst irgendwie wedeln. Ich komme mit dem Mikrofon gerne zu euch. Warten, bis ich mit dem Mikrofon bei euch bin, dass wir die Frage auch für den Stream haben. Ja, beziehungsweise ist es eigentlich eher eine Erfahrung. Ich habe wie du bei ZBund gemeldet. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das so die Instanz ist, die für mich persönlich auch am angenehmsten war. Ich habe vorher irgendwie versucht, auch mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Aber in meinem Fall haben die sich eher so desinteressiert an Sicherheit gezeigt, beziehungsweise an Sicherheit im Vorfeld. Sicherheit im Nachgang ist auf jeden Fall irgendwie eher so, oh Gott, Panik, wir haben ein Problem. Das ist, glaube ich, alles, was ich so zum aktuellen Stand sagen kann. vielleicht gibt es dazu auch noch was. Jedenfalls, meine Erfahrung mit ZBund ist bisher sehr positiv. Die sind auch sehr bemüht und ich glaube auch, dass die wenig Interesse daran haben, ihre ja, meldenden Personen hinter Gitter zu bringen oder hinter den Hackerparagraf zu bringen. Weil was bringt es dann im Endeffekt? Dann meldet niemand mehr irgendwer was. Und das ist ja auch nicht in deren Sinne. Insofern, okay, vielleicht noch eine Frage. Du hast bei der, also du hast dann wahrscheinlich reproduziert, ob deine Lücke noch existiert nach Anfrage von ZBund. Und sie haben dich, und der Hersteller der Software bzw. des Produkts hat dich dann wahrscheinlich auch nicht in den Access-Logs gefunden. Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Das ist genau das, was ich als Rückmeldung, also Cloud, also Salesforce ist eine Cloud-Management-Software und persönlich, ich bezweifle sehr hart, dass sie da irgendwelche Access-Logs rumfliegen haben in der Form, weil irgendwie, da macht man nichts selber, sondern das macht alles Salesforce-Verein. Ja. Dementsprechend
ich finde es persönlich jetzt relativ fragwürdig, dass sie sagen, ja, wir versuchen das nachzuvollziehen. Hm. Vielleicht schauen sie in den Change, also in den Object-Change-Logs. Das wäre vielleicht noch relativ realistisch, dass sie halt da gucken, ob da Sachen maliciously geändert wurden. Aber dass die Accesses finden und insbesondere ist natürlich die Frage, seit wann diese Lücke existiert hat. Und jetzt, wo sie sagen, Final Stage Off, und das ist jetzt schon wieder 2 Monate her, ich weiß ja nicht. Ja, also vor allem, wenn man überlegt, wie viel eigentlich über solche Cloud-Buden läuft, findest du das gruselig, dass eigentlich Access-Logs dann nicht mehr so wirklich nachvollziehbar sind und man eigentlich Glück haben muss, dass irgendein tolles System das automatisiert auswertet und vielleicht auch nicht irgendeinen Angriff entdeckt? Und jetzt nehme ich dir das Mikro weg. Ja. So schön, ich komme auf meine Schrittanzahl. Schön. Merci. Ich habe 3 kurze Fragen. Ich hoffe, es ist nicht zu direkt, sonst sag's gerne. Erste, wie viel Zeit hast du da reingesteckt für dich als Profi? Zweite Frage, was war deine persönliche Motivation oder dein Benefit davon, also neben der Hall of Fame oder jetzt hier dem Vortrag? Und dritte, haben die sich irgendwie die Firma oder sonst jemand erkenntlich gezeigt bei dir auf irgendeine Weise, also außer jetzt dem Internetauftritt? Auf die Frage, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, dieses Formular von Bugcrowd für diesen Hersteller ist schon relativ umfangreich. Ich glaube insgesamt, das sind schon ein paar Stunden irgendwie gewesen, die da reingeflossen sind. Auch jedes Mal immer eine Mail schreiben mit, ja, hier das und das geht ab. Und halt auch die Screenshots, die man dann irgendwo hinschickt, zu schwärzen, dass da halt keine personenbezogenen Daten irgendwie drauf rumfahren. Auch wenn sie an den Hersteller gehen, frisst halt ein bisschen Zeit. Die Frage mit, ob sich da jemand, oder meine Motivation war einfach nur ich benutze das Produkt und ich habe wenig Bock, dass irgendwie meine Daten da in der irgendwie öffentlich einsehbar durch die Gegend fleuchen. Also mehr so altruistische Gründe. Und ob sich da jemand erkenntlich gezeigt hat. Ich habe angemerkt in der Kommunikation mit dem Hersteller, so hey, wie sieht das eigentlich aus, so Bug-Bounty-technisch, weil in diesem Bug-Bounty-Programm, das ist eine mittlere 5-stellige Summe gewesen, die sie da für so eine Lücken ausgeschrieben haben, habe ich gefragt, wie ist das denn? Gibt es da irgendwas? Ist leider nicht applicable, tut uns leid, können wir nichts machen. In Holland ist ja schön, wenn man beim holländischen Government eine Lücke findet, kriegt man ein T-Shirt. I hacked the Dutch government and all I got is this lousy T-Shirt. So. Auge Richtung Z-Bund, ne? Weil ja, so genau. ein Kommentar, eine Frage, zuerst der Kommentar. In der Kommunikation mit den Zuständigen für diese Schwachstelle würde ich es vermeiden, irgendetwas zu fragen und dann ein Sonst ranzuhängen. Also alles, was in Richtung Nötigung geht. Und sonst spreche ich mit Heise, kann Nebenwirkungen haben, unerwünschte. Und meine Frage ist, die Lücke ist zu, warum nennst du nicht die betroffene Stelle? das mit der Nötigung ist, das ist halt irgendwie die Schwierigkeit an so einem Responsible Disclosure, an so einer Responsible Disclosure Geschichte, dass man da halt nicht in die Nötigung reinfallen möchte. Und das ist auch so ein Grund, weswegen ich das halt bisher, ja, das wird schon irgendwie passen, das läuft dann schon, weil ich auch nur so wenig motiviert bin, da irgendwie Firmen an den Pranger zu stellen oder sowas. Weil sie dann doch, also abgesehen von dem nicht funktionierenden Kommunikationsweg von irgendwoher, um denen diese Lücke zu melden, sie doch sehr, sehr schnell reagiert haben. Also sie haben mir gesagt, ja, hier am 27. haben wir die Info vom Datenschutzbeauftragten gekriegt. Am 29. war sie zu. 27. war ein Samstag. Nee, am 26. hat der Landesdatenschutzbeauftragte den geschrieben. 27. war ein Samstag, meine ich, da haben sie angefangen dran zu arbeiten und am Montag war sie dann zu. Dementsprechend sind ja doch eigentlich sehr professionell mit dieser Lücke umgegangen. Und das mit dem Veröffentlichen, welcher Hersteller das ist, ich wollte es primär eigentlich denen vorbehalten, das selber irgendwie zu sagen, dass sie Gesicht so halbwegs wahren können.
Einfach weil ich, wie gesagt, keinen Bock habe, die an Pranger zu stellen und auf gegebenenfalls rechtliche Folgen von, ja, aber böse, böse, du hast da Dinge getan. Genau. Von mir nochmal kurz einen Kommentar zum Datenschutz vielleicht und auch eben, warum die da so schnell dann darauf reagiert haben, nachdem sich der bei denen gemeldet hat, ist einfach, du hast Daten gesehen, die personenbezogen waren, aber nicht deine eigenen. Das ist eine klassische Datenpanne und dann hat diese Firma 72 Stunden, das zu fixen. Und dementsprechend, was auch immer die da getan haben und ob das wirklich so passiert ist oder nicht, die mussten zumindest der Landesdatenschutzstelle das quasi glaubhaft machen, dass das jetzt kein Problem mehr ist. So. Richtig. So kommt die Teilleute. Ja, yeah, richtig, richtig. Und deswegen, also Datenschutzbehörde, wenn ihr irgendwie personenbezogene Daten findet, immer voll geil, weil dann sind ihr halt im Zugzwang und müssen definitiv irgendwas machen, um die Lücke zuzumachen. Dementsprechend so Geheimtipp quasi. so ein Geheimtipp quasi. Falls ihr irgendwie personenbezogene Daten seht, Screenshot davon machen, schwärzen, hinschicken, sagen, ach übrigens, ich habe da Dinge kaputt gemacht. Ich habe hier schon wieder ein Mikrofon in der Hand. Kurze Frage. Der 10er-Block zeigt sich aus. Gott, oh Gott. ist es, also vielleicht weiß es jemand. Cool, ich bin nicht die Einzige, die Flaschen umwirft. Cool. Eine Frage vielleicht, falls das jemand weiß, ich weiß nicht, ob du das weißt, nachdem du ja selbst die Datenschutzbehörden eingeschaltet hast. Also angenommen, rein hypothetisch natürlich, ich finde personenbezogene Daten und melde das ZertBund. Muss ZertBund dann auch irgendeinen Datenschutzbeauftragten informieren oder ist das dann quasi eher so Goodwill, dass die dann nett sind oder auch nicht nett sind und ein Unternehmen vor hohen Kosten und Datenschutzproblemen bewahren? Ist nicht deren, also ist ja nicht deren Aufgabe. Also sie haben es, sagen wir so, sie haben es sehr begrüßt, als ich denen gesagt habe, ach übrigens, ich habe dem LFDI Bescheid gesagt. Mhm. Ich gehe mal ganz stark davon aus, weil das ja doch andere hoheitliche Aufgaben bla bla sind, dass sie da eigentlich nicht hinterher sind und das halt von ihrer Seite aus melden. Ja, top. Besser. Das von ihrer Seite aus melden. Ich weiß es aber nicht definitiv. Ich nehme dir das Mikro auch wieder weg. Haben die Firmen dem ZertBund irgendwie Rechenschaft? Also haben die irgendwelche Kompetenzen außer, hey, da ist was? Oder ist das tatsächlich so, dass, sag ich mal, rechtlich tatsächlich nur über den Datenschutz die in den Zugzwang genommen werden können? Frage geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, sag ich mal, größere Unternehmen, die da auch entsprechende Zertifikate oder sowas vorweisen müssen, ne? Ich bin kein Anwalt, aber hängt natürlich davon ab, ob das jetzt eine Firma ist, die im Kritis-Bereich angesiedelt ist, weil da müssen die tatsächlich dedizierte Kontaktpersonen für den Ernstfall, dass Dinge hart kaputt sind, hinterlegen und die müssen auch erreichbar sein. Ansonsten hauen die da schon gut drauf. Aber sonst, was normale Firmen angeht, soweit ich das weiß, nicht. Und das war auch die Aussage, die ich vom ZertBund halt gekriegt habe. Wir würden ja ganz gerne eigentlich irgendwie Macht ausüben können auf die Firmen, können es aber nicht, weil wir da keine Gesetzgebung zu haben. Aber da ist doch das Schöne, wenn ich personenbezogene Daten habe, die zuständige Datenschutzbehörde und damit geht es über den Hebel. Ne? Aber bei einer reinen Security-Lücke fehlt dann der Hebel. Ne? Richtig, richtig. Fragen? Ich könnte noch anmerken, dass mit dem ZERT funktioniert auch international gut. Also ZERT Österreich ist dasselbe in grün. Euer lokales ZERT ist euer Freund normalerweise. Also die sind auch gut miteinander vernetzt, wenn das international geht und so. Das ist ein guter Freund. Fragen? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch gut Zeit. Wir haben noch gut Zeit. Und einen gutwissenden Menschen hier vorne. Ich mache eigentlich nur ein Netzwerk, ich mache nichts mit Sicherheit. Also in der Form das mit Sicherheit mache ich nichts. Ich mache ja auch nichts mit Security. Also. Nee. Ist einfach so. Formell hast du mehr Wissen als ich. Sonst Fragen, Anmerkungen? Das ist ein Talk, wo ihr auch mal einfach nur einen Kommentar ablassen dürft. Das wird normalerweise immer abgewürgt von den Herhalten.
War Stories. Alle Namen wurden geändert. Aber jetzt. Im Stream sieht man euch nicht, also man hört euch, aber... ich lese auch gerne eine Frage vor, wenn ihr nicht in verbal in Erscheinung treten wollt. Ja, also. Aber wenn es also wenn's sonst niemanden gibt, der irgendwie Erfahrung... Oh, da will jemand. Ja, wunderbar. Recht so. Also relativ neu und relativ unbekannt noch ist ccc.de/disclosure. Längst nicht jede Sicherheitslücke ist ein Blogpost auf Club-Webseiten wert, aber es wäre schön, finde ich zumindest, wenn jedes Disclosure, das wir irgendwie begleiten, öffentlich wird. Und ja, wir haben diese Seite eingerichtet, wo dann auch jede kleine Lücke, die wir irgendwie begleiten, veröffentlicht wird. Und ja, ich bin einfach ein großer Freund davon, Lücken, wenn sie zu sind oder nach 90 Tagen zu veröffentlichen. Das ist ein guter Hinweis. Das hat's nicht in meine Timeline geschafft. Du stehst, wenn du so eine Lücke findest, und das bei mir in dem Fall zum ersten Mal der Fall ist, du stehst da doch sehr, sehr ratlos da und dann überlegst du, okay, was machst du jetzt? Wie stellst du das jetzt am besten an? Und in meinem Fall war das so ein, okay, ich habe da mal Leute gefragt, so mal rein hypothetisch angenommen, ich habe da was gefunden, was mache ich denn da am besten? Kam halt vom Entropia, also bei mir aus dem lokalen Hackspace, und das werden die anderen Hackspaces sehr wahrscheinlich auch tun, prinzipiell, wir können gerne die Kommunikation für dich übernehmen, dann steht da halt der Vereinsname drauf und nicht dein persönlicher Name, dann hast du schon mal weniger Probleme, was irgendwie rechtliche Geschichten angeht. Und das mit dem Disclosure-Programm vom CCC, also vom großen C, ist auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, wir sind ja als Community auch allgemein sehr, sehr gut vernetzt und insbesondere bei großen Firmen ist das so ein, hey, ich habe bei der Firma was gefunden, kennt da jemanden, der jemanden kennt oder so. Und das ist von unserer Seite, von Entropia aus, auch irgendwie losgetreten mit Leuten, die in diesem Industriesektor arbeiten, die gesagt haben, okay, ich frage mal Leute, die ich kenne, ob sie da vielleicht Leute beim Konkurrenten kennen oder so, was dann aber leider nicht fruchtbar gewesen ist und nicht versandet ist. Oder einfach versandet ist. Aber das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, halt entweder über das Disclosure vom CCC die Sache einzukippen, wenn man das möchte, oder halt über einen lokalen Hackspace und sich da auch Unterstützung zu suchen. Ich hätte eine Frage zum Disclosure-Programm des CCC. insofern gut, dass du hier bist. Angenommen, ich befinde mich gerade noch in einem Prozess mit Zertbund und ich hätte da irgendwann mal dazu geschrieben, hey, ich würde die Lücke gerne irgendwann veröffentlichen, entweder in einem wissenschaftlichen Paper oder in einem Vortrag oder vielleicht beides. Kann ich mich dann immer noch dem CCC-Disclosure-Prozess anschließen und vielleicht auch noch so eine Anschlussfrage, wollt ihr darauf auf einem Chaos-Event vielleicht eine Talk oder so machen, weil ich höre gerade zum ersten Mal davon. Im Jahresrückblick haben wir es ganz, ganz kurz, glaube ich, erwähnt. Zu der ersten Frage, kommt drauf an. Also müssen wir drüber reden, können wir gerne drüber reden, hängt davon ab, wie weit das ist. Wenn es schon im Prinzip durch ist, gibt es vielleicht keinen Grund mehr für uns da einzusteigen, aber ja, Einzelfallentscheidung. Ich sehe schon den nächsten, beim nächsten Kongress Best of CCC Disclosure. So, ab 11 Uhr mit Open End oder so. Ne? Er war noch Zeit. Ja, das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Also meine erste Disclosure, da hatte ich zum Glück einen erfahrenen Hacker an meiner Seite. Bei der zweiten Disclosure war das, hey, du hast doch schon mal eine Disclosure gemacht. Sag uns mal, wie das geht. Aber was du gesagt hast, ist sehr richtig. Also Leute in dieser Firma an der Seite, also als Ansprechpartner zu haben, macht einen enormen Unterschied. Also ich habe auch außerhalb von IT schon Disclosure-ähnliche Sachen gemacht. Was würdest du Leuten, die jetzt plötzlich und unvorbereitet über so eine Lücke stolpern, denn auf den Weg mitgeben wollen, so als First Steps? Fefe kontaktieren. Da kam gerade der Einruf, man möge Fefe kontaktieren. Kann man natürlich machen. Weiß nicht, inwieweit das tatsächlich förderlich ist. Ist okay. Also, macht vielleicht nicht... sagen wir mal so, ich habe den Fehler gemacht, ich habe den Namen der Firma inklusive grob einem Umriss
Follower-only auf meinem Fedi geteilt, direkt mit als erstes. das ist ein bisschen ungünstig, also nicht machen, sondern halt wirklich einfach irgendwie ein bisschen Ruhe bewahren, mal durchatmen und sich dann zu überlegen, okay, was mache ich eigentlich? Entweder halt komplett ins Blaue heraus, keine Ahnung, im Fedi fragen, hey, ich habe da was gefunden, was kann ich machen? Und dann wird bestimmt jemand vom CCC um die Ecke kommen und sagen, ja, ach übrigens, wir haben hier was für dich. Oder man stolpert vielleicht über den Talk und hört dann so, ah ja, Z-Bund, Meldegeschichte. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, insbesondere wenn das halt Geschichten sind, die dann kritischer sind, vielleicht in Richtung Anwendbarkeit, Hackerparagraf oder Ähnliches gehen, sich da halt einfach zu überlegen, gut, okay, mit wem rede ich da allgemein drüber? Weil OPSEC ist ein Thema, halt sich zu überlegen, okay, wer sollte überhaupt diese Infos haben und wer haut mich vielleicht hinterher in die Pfanne, wenn irgendwie Leute davon Wind bekommen. In meinem Fall war der Vorteil, naja, ich habe durch einen Softwarefehler am Frontend bin ich irgendwie aufs Backend gekommen, also kein Passwort, kein Zugangsschutz, kein gar nichts. Dass die halt keine 404-Seite bei sich implementiert hatten, auf alles Pech gehabt. Aber in so Geschichten halt wirklich schauen, okay, mit wem rede ich drüber, gegebenenfalls wirklich vom lokalen RFR mit dem Vorstand mal quatschen oder direkt anonym oder mit Namennennung ans Z-Bund oder Ähnliches. Ja, was das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter macht, ist, wenn sowas passiert bei einer öffentlichen Institution. Weil da bin ich im Kontakt gestanden mit der Europäischen Datenschutzbehörde und die haben mir dann schlussendlich gesagt, na, Sie können da nichts machen. Ich muss da direkt mit der Polizei in Kontakt treten und dann ja, hat sich das alles bei mir verlaufen, weil das mache ich ganz sicher nicht. Ja. Also nach DSGVO, und das ist ja das Schöne, wir haben in Europa eine einheitliche Datenschutzgesetzgebung, ist für die Bundesbehörden, also für die obersten Behörden eines Staates, immer die oberste Datenschutzbehörde zuständig. Und da haben wir ja aktuell einen leider sehr traurigen Fall, was die Zukunft unseres Bundesdatenschutzbeauftragten in Deutschland angeht, dass der ja den so hart auf die Füße getreten hat, da in der Regierung und überall, dass sie den nicht wiederhaben wollen. Zumindest wenn man der öffentlichen Berichterstattung Glauben schenken mag und sein Jahresabschlussbericht ist nett. Also eigentlich sind die Behörden, die dafür zuständig wären, wenn du halt da irgendwie was findest, was personenbezogene Daten auf irgendwelchen Bundes-, wie auch immer, Länder-, also Bundesbehörden angeht oder so. Und im Zweifel sagen die dir auch, okay, wir sind da gar nicht für zuständig, sondern das sind die und die. Dementsprechend, die europäischen Behörden, wahrscheinlich bei Europarechtsgeschichten, ich weiß es nicht, aber wenn es wirklich um Landesinstitutionen geht, dann oberste Datenschutzbehörde hinschicken, sagen, hey, kümmert euch bitte drum und wenn ihr nicht zuständig seid, sagt mir bitte wer. Und laut DSGVO ist ja auch eigentlich meine lokale Datenschutzbehörde zuständig, auch wenn es jetzt ein Problem dann in einem anderen Land ist. Also die sollten ja eigentlich auch international vernetzt sein, ne? Theoretisch. Ja, eigentlich schon, genau. Und ich beneide euch um eure Datenschutzbeauftragten. Die sind deutlich besser als das, was man in anderen Ländern sieht. Das ist ja, mal schauen, wie lang noch. Weil ja, unser Bundesdatenschutzbeauftragte, der ist ja... Da ist ja leider ungewiss, ob der noch eine Amtszeit machen darf oder nicht. Ja. Und wenn nicht, bräuchte auf jeden Fall eine CCC-Ehrenmitgliedschaft, oder? Mindestens. Mindestens. Fragen, Anmerkungen, Horrorgeschichten. Nee, aber ansonsten, ZERT ist immer, egal in welchem Land, ein guter Ansprechpartner. Lokale Hackspace mal einen IT-Sec-Menschen mit Erfahrung vielleicht fragen. Genau. So was halt. Jo. Gut, es ist Stille. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank und nochmal einen großen Applaus, Bromaso.